Ich liebe Berlin in den Morgenstunden. Ich liebe es zu sehen, wie die Stadt langsam zum Leben erwacht. In Berlin liegt etwas Elektrisierendes in der Luft, besonders im Sommer. Ein stetes Summen, als ob jeden Moment etwas passiert. In diesem Sommer passierte etwas mit mir. Die Liebe. Ich bin nicht das erste Mal verliebt, aber diesmal ist es wahre Liebe. Ich erinnere mich an mein erstes Verliebtsein. Ich war nur ein kleiner Junge. Mein Vater nahm mich mit zu einem Filmfestival, einem französischen Filmfestival. Comment veux-tu donc que je me comporte? Je suis un homme. Un homme se comporte ainsi. Regarde-moi. Mon cœur est brisé, tu l'as brisé en miettes. Eine Göttin erschien vor mir und in diesem kurzen Augenblick war das Bild in mein Gehirn gebrannt. Ich wusste genau, wie die Liebe aussieht. Leidenschaftlich, emotional, sinnlich. Französisch. Mais j'aime l'eau. Elle m'aide à cacher mes larmes. Rentre. L'eau est si bonne. Wahrscheinlich hören Sie an meinem Akzent, dass ich Franzose bin. Dass er sich ein halber Franzose. Meine Mutter ist Deutsche. Meine Eltern waren Diplomaten und ich verbrachte mein Leben damit, hin und her zu pendeln. Paris, Bonn, Berlin, Paris, Berlin, wieder und wieder. Und so bin ich letztendlich hier gelandet. Ach Liebe, die süßeste Droge. Ich weiß, wie sich die beiden fühlen. Ich glaube wirklich, diesmal habe ich die wahre Liebe gefunden. Diesmal ist es anders. Es fühlt sich nicht an wie die anderen Male. Bei den anderen Malen schien immer irgendwas schief zu laufen. C'est vraiment ce que tu lui as dit? C'est complètement débile. Calme-toi maintenant, calme-toi, non, non! Non, je t'ai dit non, je t'ai dit non, tu arrêtes, tu te calmes, tu te... C'est vraiment une idée grotesque. Und hier kommt Jenny ins Spiel. Jenny ist rational, begabt, intelligent und ordentlich. Mit anderen Worten, Deutsch. Jenny war immer für mich da. Nach jedem Schlag und jeder zugeknallten Tür hat sie mich aufgehoben und wieder auf die Füße gestellt. Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen würde. Ich kenne Jenny, seit wir Kinder waren. Sie ist meine beste Freundin. Wissen Sie, ich kann den ganzen Tag mit ihr verbringen und es fühlt sich wie eine Minute an. Und wenn ich sie einen Tag nicht sehe, fühlt es sich eher wie ein Jahr an. Es ist so einfach, mit ihr zusammen zu sein. So entspannt. Jenny hat eine Bäckerei, ein paar Schritte von meinem Laden entfernt. Die Bäckerei floriert, denn sie versteht ihr Handwerk und kann gut mit Menschen umgehen. Es ist toll, dass Jennys Bäckerei so nah ist, denn sie bringt mir immer Leckereien vorbei. Deutsche Leckereien, die ich vor meinen Kunden verstecken muss. Ich will ja mein Markenzeichen nicht ruinieren. Ich war sehr sorgfältig darin, meinen Laden aufzubauen. Ich wollte es einfach richtig machen. Le Flo heißt mein Laden. Er ist nach mir benannt, Florian. Ich habe den Laden eröffnet, um ein bisschen Frankreich nach Berlin zu bringen. Meine Spezialität sind Saucisson, französische Salami. Ich will nicht hier rumprallen, ich lasse lieber die Zahlen für sich sprechen. 8.447. So viele Salamis habe ich allein in diesem Monat verkauft. Meine Kundschaft kann nicht genug davon bekommen. Aber nun genug über meinen Laden. Ich sprach über das Verliebtsein. Es passierte vor 3 Wochen, als ich eine Bestellung selbst ausliefern musste, weil wir Ärger mit unserem Fahrer hatten. Und dann sah ich Camille. Das war es. Das war der Moment, in dem ich mich verliebte. Ich sollte sagen, wir uns verliebten. Unsere Gefühle berühren auf Gegenseitigkeit. Wir verstehen uns großartig. Wir haben so viel gemeinsam. Wir teilen die gleichen Interessen. Camille ist verrückt nach mir. Wir werden heiraten. Sie weiß es noch nicht, aber sie wird es wissen. Heute Abend stelle ich ihr die Frage. Ich habe den perfekten Ring gekauft. Ich habe das perfekte Restaurant ausgesucht. Ich habe die perfekte Band angeheuert. Der heutige Abend wird einfach perfekt.